Wir haben hier einen geschützten Kaiman und wir werden immer gefragt, ob wir diesen Sonnenschirm da drapiert haben. Nein, das hatte eine 66-jährige Dame mitgenommen, aus Afrika gekauft, und die wollte sich das tatsächlich ins Schlafzimmer stellen. Also über Geschmack lässt sich ja bekanntlicherweise streiten. Der Papagei ist vom Aussterben bedroht. Das heißt, wenn wir Produkte vom Papagei feststellen, ob es jetzt das Ganzpräparat, also noch ein lebender Papagei, entdecken oder nur Produkte daraus, wie in dem Fall Papageienfedern, dann werden wir tätig, denn wir versuchen, die Artenvielfalt zu erhalten. Der Reisende, ein 36-jähriger Österreicher, konnte hier keine Dokumente vorlegen, sodass wir hier die Waren oder die Skulpturen sichergestellt haben und den Mann angezeigt haben. Das ist einer unserer ersten Exemplare, die in dieser Aswatenkammer gekommen ist. Das war ein Reisender, der aus Kuba am Flughafen München eingereist ist. Und man hat seinen Koffer kontrolliert und dann hat man sozusagen plötzlich zwei Augen im Gesicht gehabt. Meine Kollegen wussten sofort, dass es sich hier um einen Kopf einer Meeresschildkröte handelt, die vom Aussterben bedroht ist. Die Ware haben wir sofort sichergestellt und den Reisenden angezeigt. Das ist eine Kobra in Reisschnaps eingelegt. Die Kobra ist vom Aussterben bedroht. Und in dem Fall war es ein 25-jähriger Münchner, der diese Flasche mitgenommen hat. Und wir haben gefragt, was machen Sie denn damit? Und sagt, ja, er zeigt vom Urlaub die Bilder, schenkt dann Schnaps aus und die Flasche oder den Inhalt der Flasche zeigt er erst dann danach, sozusagen als Partygag. Und man sagt ja, dass dieser Schnaps rheumalindernd und potenzfördernd wirken soll, wer dran glaubt. Sogenannte Lebenskugel aus Elfenbein. Der Elefant ist ja vom Aussterben bedroht und dadurch ist auch sämtliche Produkte daraus geschützt. Ist künstlerisch sehr wertvoll. Also ich habe mir berichten lassen, das wird aus dem vorderen Bereich des Stoßzahns von außen nach innen geschnitzt. Deshalb heißt es Lebenskugel, weil man wirklich fast ein Leben lang daran arbeitet. Künstlerisch sehr, sehr toll, aber leider das falsche Material. Ja, schaut sehr, sehr schwer aus, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Und die Geschichte dahinter ist auch ein bisschen skurril. Es ist ein Reisender beim Zoll erschienen, wollte durch den grünen Ausgang den Sicherheitsbereich verlassen, hatte einen großen Koffer dabei und davor etwas mit Klebeband umwickeltes Paket. Dann wird man natürlich als Zöllner sehr neugierig, da haben wir uns das aufschneiden lassen und dann kam dieses Exemplar zum Vorschein. Es ist ein Walknochen und diesen Walknochen hat er am Strand gefunden und hat sich gedacht, das nehme ich mit. Der Wal ist vom Aussterben bedroht. Auch hier konnten keine Dokumente vorgelegt werden, sodass wir diese Ware sicherstellen und beschlagnahmen mussten.